Hallo, liebe Erdzeichen, liebe Steinböcke, Stiere und Jungfraugeborene. Das Tarot-Orakel für den Oktober 2022 steht an. Der Oktober ist oft ein Monat, in dem man, so ganz im Einklang mit dem Herbst, vieles Neues anfangen und alte Prozesse abschließen möchte. In Beruf, Liebe und auch im Spirituellen. Was steht denn für dich im Oktober 2022 an? Find es jetzt heraus. Such dir deinen Kartenstapel. Stapel Nummer 1 mit dem Aventurin. Stapel Nummer 2 mit dem Schneeflocken-Obsidian. Stapel Nummer 3 mit dem Amethyst. Du hast dich für Stapel Nummer 1 entschieden? Was verbirgt sich hinter diesem Stapel für eine Botschaft für dich? Die 7 der Münzen, die 7 der Kelche, die 3 der Schwerter und der Ritter der Schwerter als Aktionskarte. Die 7 der Münzen bedeutet, dass du Erfolge im Beruf hast und bei den Finanzen, dass aber vielleicht einige Projekte mit ihrer Verwirklichung noch auf sich warten lassen. Du brauchst jetzt Geduld. Du wirst deine Ernte, die symbolische Ernte, aber auch die finanzielle, berufliche, karrieristische Ernte schon noch einfahren. Die 7 der Kelche spricht von einer Unentschlossenheit im Emotionalen. Vielleicht bist du in deiner gegenwärtigen Beziehung unzufrieden oder, falls du Single bist, du findest möglicherweise jetzt nicht den passenden Partner. Vielleicht aber auch kannst du dich nicht entscheiden zwischen mehreren Kandidaten, weil du an jedem etwas auszusetzen hast. Die 3 der Schwerter steht für ein geistiges Dilemma. Vielleicht ist es genau diese Situation in der Liebe oder die Wartezeit im Beruf, die dir im Moment Kummer macht. Doch die Aktionskarte sagt, zerfleische dich bitte nicht durch Grübeln und versuche nicht, die Dinge unnötig zu beschleunigen. Gib allem die natürliche Zeit zum Wachstum, zur Entscheidung, zur Reife, zur Vollendung. Übe dich in Geduld, aber bleibe zugleich auch aktiv im Geiste. Sei klar, logisch, analytisch. Analysiere, was im Moment um dich herum passiert und wie du Einfluss nehmen kannst, ohne die vorhandenen Prozesse zu stören. Wie kannst du dein Leben jetzt auf eine gute Bahn bringen? Wie kannst du eine kleine Kurskorrektur bringen, die vielleicht die nötigen Erfolge in dein Leben bringt? Das ist nun deine Aufgabe im Oktober. Du hast dich für den Schneeflocken-Obsidian entschieden. Stapel Nummer 2. Was verbirgt sich denn hinter diesem Stapel für eine Botschaft für dich? Die 10 der Münzen, die Königin der Stäbe, die 6 der Kelche und der Hierophant. Die 10 der Münzen steht für materiellen Wohlstand, vielleicht auch für einen Gewinn, für eine unverhoffte Gehaltserhöhung oder, falls du selbstständig bist, für ein gutes Produkt, das sich wirklich gut verkauft. Du hast jetzt materiell wirklich eine entspannte Zeit, du kannst sogar investieren und deine Anstrengungen haben sich gelohnt. Du hast also bereits eine gewisse Ernte eingefahren im Oktober. Die Königin der Stäbe ist eine Frau aus einem Feuerzeichen, Löwe, Schütze oder wieder. Mit dieser willensstarken und impulsiven Persönlichkeit hast du nun zu tun. Vielleicht will diese Karte dir aber auch sagen, dass du selbst willensstärker und etwas dominanter werden solltest. Vielleicht auch, um diesen materiellen Wohlstand nicht nur einmal zu manifestieren, sondern zu erhalten und eine Führungsposition im Beruf zu bekommen. Die 6 der Kelche bezieht sich auf dein Privatleben und auf das Emotionale. Das spricht von der Vergangenheit. Vielleicht triffst du eine Person aus deiner Vergangenheit wieder, einen Ex-Partner, eine Ex-Partnerin. Es kann auch eine Person aus deiner Familie sein, mit der du eine schwierige Beziehung hattest und die jetzt wieder in dein Leben tritt. Die Aktionskarte der Hierophant sagt dir, du solltest jetzt deine spirituelle Seite weiterentwickeln. Du solltest sehr vernünftig, zugleich auch weise, denn Weisheit ist mehr als Vernunft, an die Herausforderungen im Privaten und Emotionalen herangehen. Vielleicht willst du dir auch spirituellen Rat einnehmen. Dann wird nämlich der Monat Oktober für dich zu einem vollen Gewinn. Materiell im Hinblick auf deine emotionale Entwicklung, auf deine Selbstsicherheit und dein Selbstvertrauen und auch im Hinblick auf die Klärung dieses emotionalen Beziehungsanliegens, das noch offen steht. Du hast dich für Stapel Nummer 3 entschieden, der Amethyst. Was will dieser Kartenstapel dir sagen? Deine Botschaft ist der Mond, der Ritter der Kelche, die Sonne und die Königin der Münzen als Aktionskarte.
Der Mond ist eine Trumpfkarte im Tarot. Er steht für das Unterbewusste, für deine Träume, Wünsche, Ambitionen, aber auch für Täuschung und Selbsttäuschung. Etwas in deinem Leben ist vielleicht nicht ganz klar oder du machst dir trügerische Hoffnungen in Bezug auf einen Menschen oder auf ein Projekt. Der Ritter der Kelche spricht von einem romantischen Angebot. Du lernst jemanden kennen. Vielleicht ist es diese Person, die mit dem mondartigen Zustand der verschwommenen Emotionen, der Illusionen, der Träume und Wünsche verbunden ist. Vielleicht tritt ein neuer Mensch in dein Leben und du weißt nicht so genau, was du von seinem Angebot halten sollst. Doch die Karte die Sonne, die ebenfalls eine Trumpfkarte im Tarot ist, sagt dir, du solltest die sonnige, die lichtvolle Seite dieser Situation sehen. Wenn du vielleicht Bedenken und Ängste hast, die aus früheren Partnerschaften herrühren, dann ist es jetzt Zeit, sie zu überwinden. Die Sonne will dir sagen, dass du jetzt auf der Sonnenseite deines Lebens stehen kannst. Sei also auch zuversichtlich und vertraue dem Leben. Die Aktionskarte Königin der Münzen repräsentiert eine Frau aus einem Erdzeichen, also Steinbock, Stier oder Jungfrau. Vielleicht bist du es selbst. Vielleicht will diese Karte aber auch sagen, du solltest jetzt mehr auf dich achten oder du solltest die typischen Eigenschaften der Erdzeichen stärker leben, nämlich Pragmatismus, Vernunft, Bodenständigkeit und, wenn du emotional vielleicht etwas verwirrt oder aufgeregt bist, betrachte die Situation objektiv. Das Leben ist gut und das Leben will dir jetzt etwas Gutes geben.